Einrichtungen im Kemmelpark entstanden. Mein Name ist Gundi Stocker, ich bin Rektorin hier an der Grundschule James Loeb und bin seit 7 Jahren hier an der Schule. Ja, das begann damit, dass die Gemeinde uns zugesagt hat, unser Schulgelände wird vergrößert, nachdem sie die Straße vorm Schulgelände geöffnet haben. Und wir im Kollegium, wir haben dann beschlossen, nur einsehen, das war uns zu wenig, wir wollten einen besonderen Pausenhof haben. Wir haben Pläne gebastelt, wir haben Modelle gebaut mit den Kindern, die Kinder haben Traumpausenhöfe gemalt. Und das Ganze wieder dann auf einen Nenner gebracht, kamen wir dann zu unserem Pausenhof, zu unserer Planung. Also zunächst mal waren es meine Kollegen, die ganz, ganz eifrig dabei waren. Dann natürlich viele, viele Eltern, die emsig mitgeholfen haben, hier umzustrukturieren. Von der Gemeinde kamen die großen Laster, die Bagger, die uns geholfen haben. Und plötzlich hat sich das verselbstständigt. Also nebenan haben wir die Polizei, die standen eines Tages da und haben gesagt, statt einem Betriebsausflug helfen Sie uns einen Tag. Die Bundeswehr kam, wir haben Nachbarschulen motiviert zu kommen. 2-mal waren Hauptschulen da, die uns unterstützt haben. Wir haben Opas da gehabt und Omas, die uns ganz fleißig geholfen haben. Und nicht vergessen darf ich die heilpädagogische Tagesstätte nebenan und unseren Kemmelhort, die auch jederzeit dabei waren, uns zu unterstützen. Unsere Viertklasse, die jetzt das Schulhaus hier verlassen nach 4 Jahren, waren die Kinder, die als Erstklässler hier dabei waren. Und ich kann mich noch gut erinnern, wie sie Steine geschleppt haben, Erdhaufen angelegt haben und mit welcher Liebe sie das eigentlich hier alles nützen und nutzen. Und ich denke, allein die Tatsache, so sauber und ordentlich wie er ist, merkt man, wie die Kinder eigentlich ihre Umgebung und ihr Gelände schätzen und wertschätzen. Kindgerecht bedeutet für mich, das Kind hat wieder die Chance und die Möglichkeit, seine Fantasie auszuleben. Nicht etwas, was schon vorbereitet ist, so wie es wir leider sehr oft im Unterricht machen, sondern das Kind überlegt, was es machen möchte. Und ich denke, unsere Kinder beweisen, dass sie das sehr gut können und dass wir als Erwachsene nicht immer eingreifen müssen. Die beherrschen das alleine. 7, 8, 9, 10! Ja, und Natur. Wir hatten ganz plötzlich hier wieder sehr, sehr viele Tiere, eine wunderschöne Pflanzenkultur, die sich jahreszeitlich ständig verändert. Und die Kinder lieben es, sich da drin aufzuhalten, die Natur zu beobachten und es auch zu pflegen. Jedes Mal, wenn man sieht, dass die Kinder rausgehen, ob das im Winter bei Schnee ist oder im Sommer, wenn das Wasser an ist, dann merkt man, wie die plötzlich in Bewegung kommen. Und das ist etwas, was die Kinder sehr schätzen an diesem Gelände. Und was auch dazu kommt, glaube ich, einfach die Möglichkeit, Toleranz zu üben, auch sich mal zurückzuziehen, dahin zu gehen, wo es mal ruhig ist, wenn ich möchte, aber auch immer wieder jemanden zu finden, wenn ich Lust habe, mit jemandem zu spielen. Das macht's aus. Es ist ein Ort der Begehung geworden, nicht nur am Vormittag für unsere Pause, sondern eigentlich über die ganze Woche und auch übers Wochenende.